So, hi Leute, herzlich willkommen hier, liebe Spatenstecher, bei unserem Vlog. Ich weiß gar nicht, sind wir bei 3 oder 4. Wir machen den jetzt einfach gerade spontan. Wir zeigen es einfach an. Wir sind heute bei unserem eigenen Haus. Ja, so kann man es auch sagen, aber eigentlich bei der ersten Hausaufstellung, beim ersten Tag der Hausaufstellung von der Firma Dannenmuth. Unser Point 150 mit Keller, ja, ist endlich da. Wir seit heute Morgen um 8 Uhr ging es los, wie ich vorher gehört habe. Wir waren leider nicht ganz morgens dabei. Wir haben den Jungs Kaffee besorgt, Brötchen waren wir besorgen, wir haben die Brötchen belegt. Kalte Getränke, Kaffee. Das war sauer eigentlich. Kaffee, genau. Zu pumpen. Genau. Das haben wir den Jungs alles organisiert und jetzt schaut mal. Wie schon geworden ist. Also richtig, richtig geil. Ich schau gerade mal, dass ich das Display gedreht bekomme bei einem Film. Ja, aber also. Hier ist unser Kranfahrer und hier kommt gerade unser Dach. Hier am, von unserem Nachbarshaus. Ich gehe lieber mal ein bisschen in Sicherheit. Ja, passt doch alles. Die Jungs haben es drauf. Und was wir auf jeden Fall in nächster Zeit machen, ist auf jeden Fall mal so ein kleines Review, was wir auf jeden Fall hätte besser machen können. Wir haben auch unsere Fehler gemacht, oder? Wir haben es leider nicht früh genug erkannt. Gerade mal einen Fehler hier zum Beispiel. Hier unsere Quiz getroffen. Ja, ich muss spiegelverkehrt denken. Unsere Zisterne auf jeden Fall hier in dem Eck. Ja, hier ist sie ja. Und da haben wir... Wir dachten, das geht alles durch die MSH, durch die Mehrsparte im Keller, aber das ist leider nicht so. Das wusste ich auch erst später oder haben es erst später erfahren, wie es halt so der Fehlerteufel immer will. Also jetzt gibt es halt eine Kellerkernbohrung, da wurde dann hinten rum am Haus ein Schlauch gelegt und ja, dann wird eine Kernbohrung gemacht, die übernimmt der Heinz Berroth. Bedank dich mal. Dankeschön, Herr Berroth. Guck mal, was kann ich erzählen heute von unserem ersten Tag? Es ist sicherlich immer schwierig, da jetzt irgendwelche Fazite rauszugreifen, aber ich sehe auch hier von der Firma Hager, die machen hauptsächlich Elektrosachen, ja, was ich vorher schon gesehen habe, gehen wir einfach mal kurz drum rum ums Haus, hier die Firma Salamander als Fensterhersteller. Was kommt morgen? Die Dachziegel. Richtig, die Dachziegel kommen morgen. Ja, der Hyper kommt auch aus Heilbronn, der macht unten Elektrokasten, sodass wir recht schnell ans öffentliche Netz angestöpselt werden können, weil momentan beziehen wir noch unseren Baustrom, der natürlich teuer ist. Schaut also wirklich, dass eure Organisation wirklich so gut ist, auch selber immer wieder nachhaken, dass so schnell wie möglich ans richtige Netz rankommt, so spart ihr euch einen Haufen Kohle, das ist auf jeden Fall wichtig. Könnt ihr wieder für andere Sachen ausgeben, die kommen. Ich würde sagen, wir wagen jetzt einfach mal den Blick. Gucken einfach mal ganz kurz. Ich hoffe, dass sich die Jungs da nicht großartig stören. Genau. Also, das ist unser Flur. Man kommt hier rein. Übrigens muss ich auch sagen, dass viele Haushersteller eine Bautüre einbauen, wie bei der Firma Kamba, unserem Nachbar. Das ist bei uns nicht so, bei uns ist gleich die richtige Tür verbaut. Das finde ich eigentlich richtig genial. Das ist unser, da kommt der Schuhschrank hin und hier kommt Telekommunikation, ein Schrank hin auch. Genau, das ist unser... Okay. Hier kommt unser Bad hin. Also Gästeklo und wenn wir auch mal müssen, natürlich nicht nur für die Gäste, sondern auch für uns. Hier kommt dann unsere schöne Treppe zur Geltung, da gibt es eine schöne Aufgangsbeleuchtung und ja, da freue ich mich schon richtig drauf, auf die Aufgangsbeleuchtung. Da habe ich wirklich viel Herzblut drin stecken. So, und das sind so mal das ist unsere Küche übrigens,
Küchenabteil, das sieht man auch schon an dem Fenster. Übrigens haben wir das Fenster extra so gewählt. Warum? Ja, gerade was den Wasserhahn angeht, das einfach besser ist. Ja. Sieht zwar vielleicht ein bisschen blöde aus, man hätte es vielleicht sicherlich auch ein bisschen anders machen können, aber ich fand es vom Designtechnischen einfach besser. Ja. Hier blickt ihr jetzt so auf unser Wohn-Esszimmer. Genau. Esszimmer, Wohnzimmer. Und Wohnzimmer. Also wir haben ein Stück, wir haben keine Trennung drin, weil wir das Offene lieben. Hier kommt dann unser Fernseher hin. Wichtig fand ich, und das ist das Herzstück des Hauses, ja, der Fernseher, Telekommunikation. Und was ich euch hier erzählen kann, ist schon mal hier der Kabelkanal, der geht von hier hoch. Ja. Und das ist das Schöne, ja. Der kostet ein bisschen Geld bei Danwood, okay. Aber das ist das, was man auf jeden Fall in Kauf nehmen sollte, weil die Kabel einfach viel versteckter sind. Wenn der Fernseher dann in der Luft hängt und keine Kabel, man sieht keine Kabel, dann ist das halt richtig geil. Ja. Das sind auf jeden Fall Steckdosen, die wir geplant haben. Unten auch Steckdosen. Also an Steckdosen haben wir jetzt hier nicht gespart, wie man sieht. Also wir haben genug Löcher hier in der Wand. Genau, ich würde euch jetzt gerne auch die erste Etage zeigen, aber die sind hier noch am werkeln. Jetzt rede ich auch schon seit 10 Minuten. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen, vielleicht sogar ein paar technische Anreize geben. Ich wünsche euch viel Spaß, ihr Spatenstecher. Wir sehen uns bei unserem nächsten Vlog und dann vielleicht auch mal wieder ein bisschen rasierter. Bis dann. Ciao.